Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers Armada Megatron. Megatron wird geliefert in einem futuristischen Tank Mode und hat einen kleinen Minicon-Partner mit dabei mit dem Namen Leader One. Megatron wird hier geliefert in der Schwierigkeitsstufe 4 für Expert. Es gibt auch wie immer bei der Armada vier verschiedene Schwierigkeitsgrade, die in der heutigen Line eher nach Basic, Deluxe, Voyager und Leader Class zu unterscheiden sind. Hier ist es die höchste Class, das heißt eventuell könnte man dazu Leader Class sagen, ich würde aber eher sagen Voyager. Diese Figur ist ziemlich nice, kommen aber gleich erstmal zum Leader One. Leader One wird geliefert in einem sehr hellen Grau und hat blaugraue Komponenten eben noch am Fahrzeug. Das heißt hier die Stoßdämpfer, wie auch immer. Bei mir hier leider ein wenig ausgeleiert auf einer Seite, auf der anderen Seite relativ fest. Er hat eine grell-orangene Kanone. Wie gesagt, Lafette, es sieht aus wie, so kommt es nach vorne, man dann hat er halt nach vorne die Möglichkeit zu schießen. Ansonsten sieht es so eher aus wie eine Flakkanone. Die Figur lässt sich ziemlich leicht verwandeln. Dann klappen einmal die Beine so nach hinten. So ist außerdem Leader One auch gleich als Info eine Kanone. Das heißt, ihr könnt dann die Arme so nach unten drehen. Dann habt ihr gleichzeitig die Griffe. Und ja, das ist dann der Kanonenmodus. Ansonsten Robotermodus klappt jetzt einfach so die Waffen nach oben und schon habt ihr Leader One fertig verwandelt. Leader One finde ich ist eine sehr schöne Figur. Auch wenn sie dafür sehr minimalistisch gehalten ist. Sie ist von der Aufmachung her eher, wer sie noch kennt, aus den 80er Jahren die Micron-Figuren. Das sind kleine Matchbox-Autos, große Transformers gewesen. Finde ich ziemlich cool. Man sieht hier einmal das Minicon-Symbol. Der Kopf ist ziemlich minimalistisch auch gehalten. Lässt sich nicht bewegen. Ist in einem Guss mit dem ganzen Körper. Trotzdem ziemlich cool. Die Räder sind scheinbar so eine Art Panzerräder. Und der Brustkorb ist mit schwarzen Details übersehen. Der Port hier innen drinne ist mit einer Extra-Komponente bestückt. Das heißt, besteht aus zwei Teilen. Finde ich ziemlich gut. Nicht aus einem Guss wie bei den anderen, dadurch sind ein bisschen mehr Details vorhanden und die Beine ganz schlicht. Schade finde ich, dass man hier diese Räder nicht nach hinten auf den Rücken quasi klappen könnte. Der freie Platz wäre da. Das ist leider nicht der Fall, aber das tut ihm keinen Abbruch. Ja. Kommen wir jetzt einmal erst zur Verpackung. Die Verpackung ist ziemlich cool, finde ich. Sie ist typisch halt für die Armada-Line. Oben links eine ganze Menge Text. Das Logo von der Line, Decepticon, ganz groß abgebildet. Hier sogar noch, muss ich ganz ehrlich sagen, mit diesem Decepticon TM, Trademark. Finde ich ziemlich cool. Heute sieht man das ja gar nicht mehr so wirklich. Früher hat Hasbro dann auch ein bisschen Wert drauf gelegt. Wir sehen hier einmal Megatron im Robotermodus. Leider hier mit den typischen Hasbro-Fehlern. Die Figur ist falsch verwandelt, steht blöd. Man hat hier die Beine angewinkelt. Und die Waffe wird natürlich nicht wirklich gut gehalten. Er sieht sehr bulky aus. Ansonsten haben wir hier einmal den Panzermodus mit den aufgeklappten Ports. Für die Microns, wie gesagt für die Minicons, hier die Falle aufgeklappt und hier die Startrampe aufgeklappt. Die Raketen gehen irgendwie auseinander hier oben, finde ich ziemlich lustig, denn eigentlich hängen sie halt ziemlich fest drin. Hier oben haben wir auch nochmal einen Port. Hier oben hat er eine Rakete drin, die er abschießen kann. Und ja, ich finde es ganz gut gemacht. Und hier unten sehen wir einmal Leader One im Waffenmodus, Robotermodus und Fahrzeugmodus. Und einmal hier unten sehen wir, wie die quasi sich connecten. Finde ich ziemlich cool. So, das war jetzt die Rückseite des Kartons. An der Seite gibt es ein nettes Artwork von Megatron.
Was ich hier sehr lustig finde, ist, dass der Kopf ein wenig anders gezeichnet wurde wie in der Serie selbst. Trotzdem ziemlich cool. Natürlich war bei den Armada Lines, was ich gegenüber den heutigen Figuren richtig geil fand, natürlich auch überall noch ein Comic mit dabei. Mit einem kleinen Figurenkatalog auch mit drin, welche Figuren in der aktuellen Line erhältlich sind. Das hat leider heutzutage Hasbro komplett weggenommen. Und Sticker, die noch mit dabei waren. Alles leider so, ja, heute nicht mehr da. Auch groß steht es hier nochmal. Comic etc. Licht, Sound. Ja, auf der anderen Seite nochmal dasselbe. Ja, oben drauf haben wir das ganz normale Logo und dann auch nochmal das Artwork. Und dann nochmal ein groß Megatron mit seinem Leader One Minicon. Ja, den Karton, den packen wir jetzt einmal zur Seite. Jetzt kommen wir einfach mal zum Megatron selbst. Megatron, wie gesagt, ist ein ziemlich geil aussehender Panzermodus. Gefällt mir sehr gut. Er hat die Möglichkeit, den Turm ganz normal um 360 Grad zu drehen. Die Kanone lässt sich mit einer Rasterbewegung nach oben, nach unten bewegen. Sie hat hier Federungen drin. Wenn diese leicht nach hinten bewegt, wird die Rakete abgefeuert. Klingt auch relativ gut. Auch hier noch quasi mit dieser Kugel. Ja, die Figur im Fahrzeugmodus hat wie gesagt einige nette Gimmicks. Einmal haben wir hier so eine Art Bucht zum Hochfahren. Und hier kommt hier oben mit so einem kleinen Slot heraus so eine Kralle, die festhält. Dann haben wir mal hier für Flugzeuge eine Landeplattform. Beidseitig sind Konnektoren dran. Das heißt, die Figuren, die Minicons können daran befestigt werden. Ja, dann haben wir hier einen dreifachen Port. Hier ist ein kleiner Knopf, da drückt man mal drauf und schon öffnet er sich. Und hier sind überall die Minicons möglich zu befestigen. Ich zeige euch das einmal mal kurz an Leader One. Machen ihn wieder zum Fahrzeug. So, und jetzt ist hier unten dieser kleine Port am Bauch. Und den könnt ihr quasi hier überall dran stecken. So, und schon steckt die Figur dran. Das könnt ihr hier überall machen. Hier vorne. So, ihr könnt natürlich auch Leader One hier oben drauf befestigen, was ich besonders cool finde, weil dann halt wie eine Art zusätzliches Geschütz bildet für den Panzer. Ihr könnt Leader One aber auch hier vorne drauf befestigen. Dann gibt es ein kleines Gimmick. Wenn ihr Leader One dann nach hinten zieht, öffnet sich der Raketenwerfer. Das heißt, einmal, ihr seht hier. So, und dann könnt ihr ihn nach ganz hinten und zur Seite bewegen und rastet der sogar ein. Der Raketenwerfer. Wieder zur Seite, nach innen. Na. Vorführeffekt. Na egal. Mache ich es jetzt einfach mal so. So, ich habe jetzt keine Batterien hier drin. Ansonsten ist es sehr nett, wenn ihr die Raketen nach vorne klappt, dann leuchtet hier das Decepticon-Symbol rot auf und es macht Raketengeräusche. Und wenn ihr ihn hier hinten reinsteckt, hier vorne ist dann wie so ein kleiner Drehpunkt, der sich nur drehen lässt, wenn ihr quasi den Minicon hier reinsetzt. Ihr seht, dann lässt er sich drehen. Dann gibt es Maschinengewehrgeräusche. Das heißt, ihr habt dann hier oben quasi den Minicon, der dann die Maschinengewehre imitiert. Und wenn ihr hier dieses Rohr nach hinten schiebt und die Rakete abfeuert, dann macht er einen großen Kabauz quasi, dadurch, dass die Waffe abgefeuert wird. Ihr habt hier vorne so einen Hirschkäfer-mäßigen, okay, Hirschkäfer, ja doch, Hirschkäfer-mäßigen Greifer, der die Minicons auch greifen kann. Und ja, auf der Rückseite habt ihr hier dann auch nochmal überall Ports. Oder ihr könnt hier das nach außen schieben, dann hier öffnen. Da habt ihr dann quasi diese Art Venusfliegenfalle für Minicons, wo auch die Minicons hier komplett reinpassen.
Könnt ihr ihn quasi hier drin verstauen. Ja, die Figur an sich ist ziemlich leicht auch von der Transformation. Wir drehen einmal das Rohr erstmal nach oben, das macht es uns ein bisschen einfacher. Dann öffnen wir hier die Seitenluken. Dann drehen wir hier die Arme einmal heraus. Die Arme, muss ich gleich dazu sagen, es sind jeweils zwei verschiedene Arme. Das zeige ich euch gleich nochmal. Ihr klappt dann hier einmal die wieder zu. Achso, und eines noch vorweg. Die Details einer Figur sind ziemlich geil hier überall mit den Lampen. Es macht echt was her. So, jetzt einmal die Beine nach hinten klappen. So. Jetzt dreht ihr die Waffe, einmal also den Turm, so zur Seite. Dann dreht ihr die Waffe nach vorne. Also bevor ihr die Arme runter dreht, dreht erstmal hier unten dann die Beine einmal komplett rum, dass das Grüne immer nach vorne zeigt. Klappt hier oben die Füße nach vorne, die Rückstände nach hinten. So, jetzt habt ihr quasi schon die Figur fast fertig. Jetzt klappt ihr die Arme runter. Und jetzt habt ihr hier vorne Megatrons Kopf mit einer Platte versehen. Und die drückt ihr einfach hier mit diesem lilanen Teil einmal nach unten. Und schon habt ihr Megatrons Kopf freigelegt. Ja, das war's eigentlich schon. Jetzt habt ihr Megatron im Robotermodus. Ziemlich coole Figur. Die Schultern sind gigantisch, aber ich finde, das macht echt was her. Die Beine sind auch sehr bulky, sehen auch nicht gleich aus, wie ihr seht. Finde ich aber auch ganz okay. Und die Arme, wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, sind auch unterschiedlich. Ihr habt hier einmal eine große Faust, die ihr auch drehen könnt, ganz normal. Ihr habt natürlich Ellenbogengelenke drin. Ihr könnt auch hier die Hand auch nochmal den Arm so drehen. Hier genau das gleiche, ihr könnt den Ellenbogen drehen, ihr könnt auch die Hand nach vorne bewegen. Und hier hat er keine Faust, hier hat er einen Greifer quasi. Das heißt, ihr könnt richtig das aufmachen, das ist mit Federung quasi versehen. Wie gesagt, und hier habt ihr auch einen Mini-Comport dran. Wenn ihr jetzt Leader One benutzt und steckt den quasi Megatron an den Arm, so als Waffe. So, und schiebt ihn nach vorne, kommt seine Nahkampfwaffe zum Vorschein. Ein Dolch. Ihr könnt dann Megatron wieder abnehmen. Die ist nicht gefedert, das heißt, sie fliegt nicht mehr zurück. Jetzt hat Megatron hier einen Dolch in der Hand, was ich ziemlich cool finde. Macht also echt was her. Ja, die Waffe könnt ihr nämlich auch ohne Minicon rausholen. Aber der Sinn ist natürlich eigentlich dahinter, dass ihr den Minicon quasi da dran steckt. Ihr könnt jetzt auch Leader One, wenn ihr wollt, wenn ihr die Hände frei haben soll, hier oben auch dran stecken. So an die Schulter. Die Möglichkeiten sind, wie gesagt, alle gegeben. Die Waffe ist natürlich ein bisschen nervig, weil die ist natürlich jetzt hier vorne zu sehen. Ihr könnt natürlich diese Waffe auch zur Seite machen und nach unten zeigen lassen. So. Das ist euch überlassen. Ich mag es allerdings, wenn es wie eine Serie ist und die Waffe zeigt nach vorne. Ja, Megatron an sich ist eine ziemlich coole Figur. Sind wie gesagt eine Menge Details, was ich ziemlich geil finde. Die Beine, auch im Brustkorb hier, überall dieses Rippenmuster mit den Lampen finde ich echt cool. Man sieht hier vorne auf dem Brustkorb ist sogar ein Mini Decepticon-Symbol. Es ist wirklich 2 mm groß, was ich auch geil finde. Der Kopf, wie gesagt, macht echt was her. Ihr könnt den Kopf auch drehen. Das ist möglich. Und ja, er hat dieses Hirschgeweih. Das macht aber schon Sinn, denn in der Sendung hat er quasi hierdurch die Minicons wieder zum Leben erweckt, indem hier so Blitze rauskamen. Ja, er hat hier an den Schultern zwei große Decepticon-Logos, finde ich auch ziemlich geil, dass es auf beiden Seiten ist. Das ist wie so eine Art Rangabzeichen, finde ich schon ganz cool. Ja, auf dem Rücken haben wir ganz normal dann die Sachen, die man auch im Panzermodus sieht. Die Waffe natürlich oben drauf und die Panzerketten hinten an den Beinen. Ja,
das war's eigentlich schon. Ihr könnt bei dieser Figur noch, wenn ihr Tidal Wave habt, den ich euch in einem späteren Review mal zeigen werde, quasi die den Tidal Wave quasi hier dran bauen und wie eine Art große Rüstung bilden. Dazu müsst ihr effektiv nur den Körper einmal nach oben ziehen und die Waffe einmal nach vorne drehen und dann wieder herunterklappen. So, jetzt habt ihr hier an der Seite ein kleines Drehrad. Hoppala, die Lampe fällt runter, das ist natürlich nicht gewollt. So, wie gesagt, habt ihr hier ein kleines Drehrad, wie ihr hier seht. Finde ich ziemlich idiotisch, dass es so dicht hier hinter ist, vor allem wenn ich mir überlege, wie lange ich daran drehen müsste, um das Turret zu bewegen. Das ist schon ein bisschen übertrieben. Ihr habt hier die Möglichkeit, wie gesagt, das Turret zu bewegen damit. Klappt bei mir irgendwie nicht immer. Wie gesagt, aber die Möglichkeit besteht. So, und wenn ihr die Figur quasi wieder richtig rumdreht, das heißt, die den Turret nach hinten, müsst ihr hier bitte drauf achten. Ihr habt ja hier den Schwenkarm und ihr habt hier so einen kleinen Greifer. Dieser Greifer muss so greifen, dass er hier dieses Teil festhält und blockiert, wie ihr seht. Ansonsten fängt dieses Turret an, sich wild umher zu bewegen, wenn ihr diese Figur pausiert oder wie auch immer. Ja, die Figur an sich, wie ich schon eben gerade Ben Am gesagt hatte, hat halt oben den Schulterngelenke, ihr könnt die Arme drehen, bei der Faust könnt ihr auch die Hand bewegen, hier könnt ihr sie nur öffnen. Die Beine könnt ihr leider nicht nach oben drehen, hat auch kein Kniegelenk, was ich sehr schade finde, hat aber mit der Transformation zu tun. Die Figur hat ein Hüftgelenk, was aber nur sehr eingeschränkt bewegbar ist. Ja, von der Bewaffnung hier strotzt die Figur mit ziemlich viel. Die Bemalung, Details sind auch ziemlich cool. Der Minicon gefällt mir auch. Allgemein, trotz sehr eingeschränkter Bewegung, gefällt mir die Figur verdammt gut. Ist auch in meinen Augen eine der geilsten Megatrons überhaupt irgendwie vom Modus. Gefällt mir. Ich würde sagen, im Fahrzeugmodus gebe ich der Figur definitiv volle 10 von 10 Punkten und im Robotermodus 9 von 10 Punkten. Macht bei mir summa summarum ja 9,5, also aufgerundet 10 Punkte. Die Figur hat es auf jeden Fall verdient. Eine sehr schöne Figur, war damals sehr teuer, hat damals beim Kauf um die, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube 40 bis 50 Euro gekostet. War es aber auch wert. Ich bin froh, dass ich sie habe. Und ja. Das war es somit für heute erstmal mit meinem nächsten Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten Kritiken wie immer in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rex4.